Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze gerade hier bequem auf einem Sofa und hinter mir ist also eine Lightbox und da steht mein Kanalname nochmal drauf. Und ja, ich weiß nicht, ich dachte, es wäre vielleicht ganz schön, wenn ich jetzt so ein bisschen rede, weil das Video geht ja eigentlich jetzt nur reden, reden, reden. Darum geht ja so ein Q&A-Video, dass ihr mehr über mich wissen wollt. Und ja, dachte ich, ist vielleicht ganz gemütlich, wenn der Bildschirm so ein bisschen gedimmt ist und noch so ein bisschen Licht im Hintergrund ist und ich so gemütlich am Sofa sitze. Und ja, genau. Ich beginne jetzt mal. Ihr habt mir fleißig Fragen gestellt. Ihr konntet mir unter meinem letzten Community-Beitrag und unter meinem letzten Video Fragen stellen. Und da kamen wirklich einige zusammen. Also über 10 Stück definitiv. Und genau, deswegen beginne ich gleich mal. Die erste Frage. Was möchtest du später mal machen? Also ich denke, die Frage bezieht sich auf den Beruf. Und da kann ich nur sagen, ich möchte Kinderärztin werden. Und ja, das ist schon sehr, sehr lange. Und ja, ich mag Kinder sehr gerne, kann auch, also meiner Meinung nach, ganz gut mit Kindern umgehen. Also mit jüngeren Kindern als ich natürlich. Und habe da auch sehr viel Spaß mit und ich helfe auch gern anderen. Und deswegen, also ich interessiere mich auch sehr für Kinderärzte und so weiter. Und ja, deswegen würde ich gern Kinderärztin werden. Also man weiß ja nicht, vielleicht ändert sich ja noch. Ich bin ja noch relativ klein und deswegen, das dauert ja noch, bis ich dann vielleicht mal daran denken kann, an Studieren und so. Und ja, da kann sich ja noch was ändern, aber momentan bin ich der Überzeugung, dass ich Kinderärztin werden möchte. Und ja, früher wollte ich Tierärztin werden, mittlerweile ist es entweder oder, also eigentlich mehr Kinderärztin, aber Tierärztin finde ich auch schön, weil zum Beispiel ich habe 2 Kaninchen und wenn ich jetzt heutzutage sehe, wie wenn wir zu Tierärzten gehen, ich weiß nicht, da ich würde gerne den Tieren auch helfen können und also auch Menschen und Tieren eben helfen können. Und ja, wir waren zum Beispiel mit unserem Kaninchen beim Tierarzt und ich weiß nicht, aber klar, den Tierärzten geht es halt auch ums Geld und so. Aber ich würde irgendwie auch den Tieren gern helfen, auch wenn die Familien zum Beispiel weniger Geld hätten. Denn ein Tier soll doch nicht sterben, nur weil der Besitzer nicht genug Geld hat für die Behandlung oder so. Und deswegen, genauso ist es auch beim richtigen Arzt. Da ist aber nicht so dramatisch, finde ich. Aber ja, deswegen entweder Kinderarzt oder Tierarzt. Aber mehr Kinderarzt. Aber wenn das nicht klappt, dann gehe ich zu Tierarzt. Dann die nächste Frage. Was findest du besser, Homeschooling oder normale Schule? Also besser finde ich Homeschooling. Und zwar, weil ich finde, also es ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass ich finde, also ich finde, wir sind viel, also ich bin viel schneller fertig mit meinen Dingen. Also ich habe jetzt vielleicht von der ganzen Woche, keine Ahnung, ich bin immer um 7 aufgestanden und habe dann maximal bis 3 Uhr mit den Aufgaben gebraucht. Und ja, genau, maximal bis 3 Uhr halt. Und wenn ich von der Schule komme, ist an 2 Tagen die Woche schon 4 Uhr und die restlichen Tage so 2 Uhr habe ich Schule aus. Und bis ich dann zu Hause bin und noch Hausaufgaben gemacht habe, vergehen ja nochmal 1,5 Stunden. Oder 2 Stunden mit Mittagessen und so. Und dann muss ich auch noch lernen. Also da geht dann meistens der ganze Tag drauf, wenn so viele Arbeit anstehen. Und jetzt habe ich viel mehr Freizeit. Also ich genieße es auch voll jetzt. Ich lerne natürlich auch Sachen wie Vokabeln und so. Aber ich genieße es jetzt voll, Zeit für meine Freunde, für meine Kaninchen und für mein Playmobil natürlich zu haben. Denn ich spiele ja sehr, sehr gern Playmobil. Und drehe auch gerne für euch Videos. Und ja, jetzt habe ich auch mal richtig Zeit, damit zu spielen, mit meinen Weihnachtsgeschenken. Und das finde ich eigentlich jetzt super. Aber klar, es ist halt schade, dass man die Schulfreunde da nicht sieht, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Dann, bist du eine gute Schülerin? Also, man kann ja immer so schlecht über sich selber urteilen. Ich will mich jetzt auch nicht loben oder so. Deswegen, also ich weiß nicht, ich würde schon sagen, eigentlich relativ gut, oder? Also ich bin ja in der 9. Klasse und hat jetzt irgendwie schlechteste Note 3. Deswegen, ja, ich denke, es ist gut. Also ich glaube zumindest. Welche Schulform besuchst du? Ich besuche ein Gymnasium. Und ja, damit ist die Frage ja auch beendet. Welche Superkraft möchtest du haben, wenn du dir etwas aussuchen könntest? Wenn ich mir was aussuchen könnte. Also ich finde Zeitreise auch ganz cool, weil ich würde irgendwie immer, also ich würde gerne mal wieder jünger sein. Also nicht nochmal alles mit der Schule durchmachen. Nee, nee, danke, das mag ich nicht mehr. Aber so nochmal vielleicht Zeitreisen für, ich weiß nicht, vielleicht reicht es mir auch für 2-3 Stunden einfach mal wieder in mein früheres Ich sozusagen zurückreisen. So, wo ich so ganz klein war, so 4 oder 5, noch im Kindergarten. Und ja, aber mir gefällt es auch so, wie es jetzt ist. Oder Unsichtbarkeit.
also unsichtbar sein. Das finde ich auch ganz cool. Da kann man so heimlich überall lauschen und mitkriegen, was eigentlich so besprochen wird, wenn man mal nicht dabei ist. Deswegen finde ich es ganz gut. Was ist deine Meinung zur Corona-Lage? Puh, das ist eine schwere Frage. Also ich finde es bis jetzt alles richtig, was sie gemacht haben. Und ich fände es auch richtig, wenn die Schule noch länger geschlossen bleibt. Also nicht nur, weil ich Homeschooling bevorzuge, sondern auch, weil, ja, keine Ahnung, es kam ja jetzt schon eine zweite Welle und so weiter. Und ich fände es besser, wenn man dann lieber weniger sozusagen, ja, weniger sich trifft und so weiter. Und dafür ist es dann halt dann ganz vorbei, vielleicht. Das fände ich dann irgendwie besser. Welches Playmobil-Teil ist dein Lieblingsspielzeug? Also mein Lieblingsspielzeug ist das, also eigentlich mag ich alles gerne. Mit manchem spiele ich mehr, manches benutze ich mehr zum Filmen. Und ja, ich würde sagen, das rote Wohnhaus, das gibt es ja gerade auch wieder auf playmobil.de neu. Da kann ich euch ja vielleicht gleich nochmal ein Bild einblenden. Aber das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Playmobil-Teil. Das habe ich auch schon ganz lange, seit ich 2 bin. Ah, da kann ich euch vielleicht auch noch mal ein Bild einblenden. Ich habe nämlich so ein Fotoalbum von meinen Eltern zur Konfirmation bekommen. Und da sind so Bilder drin. Und da sehe ich ganz viele Bilder mit Geschenken, die ich von Playmobil bekommen habe. Beginnend, wo ich 1,5 Jahre alt war. Also ja, da sind auch ganz süße Bilder dabei. Vielleicht blende ich euch dann nachher noch mal ein paar Bilder ein. Deswegen bleibt unbedingt dran. Vielleicht sogar unzensiert. Dann seht ihr mich vielleicht dann auch mal. Ja. Als Baby halt dann mal gucken. Also als Kleinkind. Dann, was sind deine Hobbys? Also ich tanze sehr gerne Hip-Hop, also in so einer Art Verein. Und ich schwimme auch sehr gerne. Ich war früher im BLRG bis zum Abzeichen Silber, musste dann leider aufhören. Und dann habe ich Gold 2 Jahre später ohne Training nochmal nachgeholt. Warum hast du mit YouTube angefangen? Das ist eine sehr gute Frage und die interessiert bestimmt viele von euch da draußen. Und zwar, ihr wisst ja, ich spiele Playmobil seit ich 2 bin oder 1,5 so. Und mir macht es immer riesig viel Spaß. Und dann habe ich halt früher so mit 10 dazu angefangen. Da habe ich dann halt immer, also nicht immer, sondern ein bisschen halt Familie Hauser und Familie Fröhlich geguckt. Und Familie Fröhlich hat mittlerweile aufgehört. Aber dann dachte ich immer, ah, wie schön wäre das denn, wenn ich den Leuten draußen, weil ich bastle ja auch super gerne Sachen, so wie das Sofa, wo ich gerade drauf sitze. Wie wäre es denn, wenn es wäre doch so schön, wenn ich den Leuten da draußen vielleicht ein paar meiner Ideen zeigen kann. Vielleicht gefällt es ihnen ja. Ich hatte damit noch gar nicht gerechnet, dass sich so einen Kanal entwickelt eben daraus. Mit so vielen Abonnenten und alles. Und ich bin euch wirklich sehr dankbar dafür. Und dann wollte ich es einfach mal versuchen. Ich wollte euch einfach meine Ideen zeigen, weil ich das schön finde, wenn andere die nachmachen können. Also falls vielleicht Leute hier draußen gerne was basteln würden, aber nicht so kreativ sind oder nicht wissen, wie es geht eben. Und dann kann man sich ja auch so gegenseitig austauschen. Und ich wollte einfach mal was so zeigen, was ich eigentlich so mache mit meinen Playmobil-Sachen. Und habe es halt einfach mal versucht. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich jetzt so viele Abonnenten habe. Und ich habe ja, wie gesagt, mit 10 angefangen. Jetzt mache ich es schon seit 4 Jahren. Und ja, damals ja noch so unregelmäßig die Videos. Also sind ja jetzt auch noch nicht so regelmäßig. Aber diesmal lade ich wenigstens jede Woche mindestens 1 hoch. Damals war es ja mal so unregelmäßig, mal so 3 in der Woche, dann mal 2 Wochen nichts und so, ja. Okay, das waren schon die ersten 9 Fragen. Jetzt geht es weiter mit den nächsten Fragen. Und zwar, kannst du mal wieder eine Playmobil-Geschichte machen oder ein Playmobil-Video, hat er genau geschrieben. Ich denke, du meinst Playmobil, so Geschichte. Und ja, klar kann ich machen. Mir ist nur momentan aufgefallen, also schon länger eigentlich aufgefallen, dass ihr die Videos, wo ich euch Basteltipps, DIYs oder Sachen, die ich aufgebaut habe, zeige, ja, die interessieren euch, glaube ich, mehr. Also ich weiß nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr lieber wollt, Geschichten oder eben so, DIYs, Bastelvideos und so Zeug halt eben. Denn ich habe gemerkt, also, dass diese DIYs und so viel mehr Aufruf gebracht haben, also, daran sehe ich ja, wie viel es halt von euch interessieren, wie viele Leute sich dafür interessieren. Und da kamen mehr Aufrufe wie für die Geschichten. Deswegen, es kann auch sein, dass es gar nicht so der Fall ist und das irgendwie nur Zufall ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber klar, das kann ich auch mal wieder machen. Wie alt bist du? Das wird auch sehr, sehr oft gefragt. Ich hatte es mal in meiner Kanalinfo stehen, aber habe es dann auch relativ schnell wieder entfernt, weil trotzdem weiterhin Fragen kamen. Und zwar, ich bin 14 Jahre alt. Eigentlich ja, nach Meinung der anderen vielleicht von euch, ein bisschen zu alt für Playmobil.
Aber mir macht das noch Spaß und ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich dann 30 bin. Also, das ist mir eigentlich relativ egal, weil wenn einem was Spaß macht, sollte man damit nicht aufhören, weil wenn es dich glücklich macht, dann ja, dann wäre es doch schade. Und an alle von euch da draußen, also ich finde es gut, auch wenn ihr noch Playmobil spielt und vielleicht älter seid als ich, macht einfach so lange, wie es euch Spaß macht. Und wenn die anderen euch auslachen, ist ja egal. Ich meine, da muss man halt dagegen halten. Und ja, ich denke, wenn man so, ja, so fest davon überzeugt ist, was man macht, dann kann einem eigentlich auch keiner was anhaben. Auf welche Schulstufe gehst du? Ich gehe in die 9. Klasse. Boah, 9. Klasse hört sich voll alt an. Und ja, auf dem Gymnasium, habe ich ja schon gesagt gehabt. Meine Lieblingsfarbe ist Pink. Ja, ich mag Pink irgendwie richtig gerne. Ich habe, also Pink so rosa. Ich habe ganz viel Pink. Also doch so einen kleinen Streifen Pink über meinem Bett habe ich. Meine Zahnspangengummis sind auch Pink. Ich mag Pink nämlich richtig gerne. Meine Socken sind manchmal, also meine. Ein paar meiner Socken sind pink und ja. Also pink ist meine Lieblingsfarbe, so pink und rosa eben. Dann meine Lieblingsfigur. Das ist doch klar, oder? Das bin ich natürlich. Also ich, die da auf dem Sofa sitzt. Ich bin meine Lieblingsfigur. Also ich weiß nicht, ich finde, naja, die sieht so aus wie ich. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht da draußen, aber ich weiß nicht, ich erkenne da irgendwie eine Ähnlichkeit zwischen ihr und mir. Denn ja, keine Ahnung von der Haarlänge und so. Also eigentlich habe ich habe halt Haare bis zum Po ungefähr. Vom Kopf, also vom Kopf bis zum Po ungefähr. Also nicht zum Po, sondern so bis zur Hüfte. Ein bisschen tiefer, weiß nicht, so sehr lange Haare auf jeden Fall. Aber so lange gibt es von Playmobil ja nicht als Kinderfigur. Oder so Kinder und Jugendliche, so wie die halt hier. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da so eine Ähnlichkeit zwischen der Figur und mir. Also ich bin meine Lieblingsfigur hier. Dann warst du schon mal im Playmobil Fun Park und ja, das war ich schon ganz oft, bestimmt schon 20 Mal oder so. Wir waren da schon seit ich ganz, ganz klein bin und ja, der die Frage hier gestellt hat, der kann ja auch gerne mein letztes, also nicht letztes Video, sondern eines meiner Videos gucken, denn ich habe euch mal im Park mitgenommen, ein Stückchen und ich habe mal meine Einkäufe vom Playmobil Fun Park gezeigt, also zwei Videos auf jeden Fall und ja, ich war schon sehr oft dort. Und das ist auch total schön. Also ich weiß ja nicht, kommt halt auf das Alter drauf an, beziehungsweise eher auf die Interessen, weil ich gehe da auch noch gern hin. Bin halt schon 14, aber mir macht es da total viel Spaß. Da kann man eben spielen im Hopcenter mit den ganzen Spielzeugen. Und da kann man eben draußen, das ist vergleichbar mit so, ich weiß nicht, was kann man noch damit vergleichen? Luisenpark oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mit sowas vielleicht vergleichbar. Und das hat sehr viel Grünfläche. Man kann da auch draußen Floß fahren. Also auf, nicht so im See, sondern ich weiß nicht, in so eine Art Pool eben. Bloß auf Stein und nicht sehr tief. Und ja, da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Müsst ihr euch mal auf der Homepage angucken. Es würde jetzt zu lang dauern, das Ganze zu erklären. Welche Serie ist deine Lieblings-Playmobil-Serie? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, was die Person genau damit meint, weil es gibt ja eigentlich keine wirklichen Serien von Playmobil, weil Spirit und Scooby-Doo gab es ja vorher schon und Playmobil hat es dann als Figuren übernommen. Also Scooby-Doo habe ich früher geguckt. Spirit gucke ich jetzt, weil die Darsteller da sind ja so alt wie ich ungefähr. Und ja, Spirit finde ich ganz toll. Habe ich jetzt gerade erst angefangen und ich finde es eigentlich ganz cool. Und dann Robot Knows gucke ich auch manchmal. Das ist vom offiziellen Playmobil-Kanal. Und ich weiß nicht, das finde ich auch ganz cool eigentlich. Ich gucke eigentlich bei denen immer hin, wenn neues Video ist. Ich interessiere mich auch für Playmobil sehr und deswegen, ja. Ich weiß nicht, ob die Frage damit beantwortet ist. Wenn nicht, verbessere mich gerne nochmal, dann beantworte ich halt die eine Frage nochmal im nächsten Video einfach zusätzlich. Genau. Das waren jetzt alle Fragen von euch und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und vielleicht werde ich euch jetzt noch ein paar Bilder von mir mit meinem Playmobil einblenden. Mal gucken. Werdet ihr sehen, also noch kurz dranbleiben. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Tschüss! Hier seht ihr jetzt noch, wie versprochen, die Bilder. Das hier waren Weihnachten. Ich glaube, zu meinem zweiten Weihnachten.
Das da war dann an Ostern, da habe ich auch was von Playmobil bekommen. Hier seht ihr meine Playmos früher, das waren eine der einzigsten Menschen, die ich hatte, als ich ganz klein war, mit 2 so ungefähr. Hier war ich im Playmobil Funpark und habe mit einem Prinzessinnenschloss gespielt. Kurz darauf habe ich das Prinzessinnenschloss zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt. Genau, das habe ich leider jetzt nicht mehr. Dann seht ihr hier nochmal an Weihnachten, habe ich das Krankenhaus bekommen und zum Schluss nochmal an Ostern die Villa. Und ja, das war's dann mit dem Video.